Hallo, ihr Leseratten. Wir haben das vorletzte Wochenende im Februar und ich möchte jetzt schon meine Leseliste für den März abdrehen, weil wir ja Mitte der nächsten Woche online gehen. Und ja, ich weiß nicht, wie zeitmäßig und so immer alles funktioniert. Deswegen lieber jetzt schon, außerdem bin ich neugierig, welche Challenge-Aufgabe auf mich wartet und welches neue Buch ich mir noch kaufen kann. Ja. Also ich bin da gerade das Zufallsbuch habe ich mir gestern rausgesucht, also raussuchen lassen für mein Programm. Und ja, da bin ich auch ziemlich froh drüber, sage ich mal, dass es das geworden ist irgendwie. Ich weiß auch nicht, also das heißt froh, kann man so nicht sagen. Werdet ihr gleich sehen. So, ich packe das mal wieder runter, damit ich auch was sehe. Also ich meine, so, ja. Also als allererstes, was wahrscheinlich auch wieder am ersten Tag des Monats, also am 1. März, gelesen und gehört wird, sind die Kurzgeschichte als E-Book und das Hörbuch. Ich muss mal eben gehen, Moment. Oh je, entschuldigt. Oh je, Mini. Ja, als E-Book habe ich mir diesmal rausgesucht, die Kurzgeschichte zur John Cleaver-Reihe, die ja mal in Trilogie war. Die ist dafür, dass es eine Kurzgeschichte ist, doch relativ teuer, muss ich sagen. Aber egal, ich werde sie mir trotzdem holen. Gleich am 1. März und auch dann gleich lesen. Genauso wie den zweiten Teil von Ein Tag und zwei Leben von Adriana Popescu. Der Teil wird ja diesmal einem Mann gesprochen. Mal sehen, wie das so wird. Genau, das ist auch am. Geht auch wieder nur eine Stunde. Man kann also genauso wieder am 1. März dann beides weg. Und dann ist es auch schon wieder gegessen. Für die Sonntage habe ich diesmal tatsächlich auch drei Bücher, denke ich mal. Also zum einen natürlich wieder ein TKG-Buch, diesmal Banditen im Palasthotel. Ja, das ist auch wieder 180 Seiten. Ich will das hier mal zwischen. 170 Seiten. Die meisten haben irgendwie 180 Seiten, jetzt die letzten zumindest. Ja, bin ich auch gespannt drauf, wie das denn wieder ist. Und auch wieder mein zur Freche Mädchen-Reihe, und zwar Liebe, Gips und Gänseblümchen von Zimmermann und nur noch Irene Zimmermann. Da hat er anscheinend aufgehört zu schreiben, keine Ahnung warum. Ja, diesmal ist es halt nur noch sie. Und ja, es geht weiter. Ich habe aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, den davor noch nicht gelesen. Der kommt jetzt Sonntag dran. Aber das wird klappen und deswegen kommt das in den nächsten Monat. So, und jetzt ein Buch, was ich eigentlich im Februar lesen wollte, was ich garantiert nicht mehr schaffen werde. Weil ich im Moment noch, ich wollte gerade sagen vier, aber stimmt gar nicht, es sind drei Bücher parallel, nein, ich parallel lese, aber noch angefangen habe, wovon ich zwei parallel lese, also eine ist ja furchtbar. Egal, das werdet ihr in meinem Lesemonat dann sehen. Das andere ist super, da freue ich mich drauf, also freue ich mich drüber, das zu lesen. Und das andere ist auch super, also das heißt super, das ist gut. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das Buch jetzt noch schaffen sollte. Ich wage es zu bezweifeln. Aber gut, man soll ja nie sagen. Trotzdem zeige ich euch jetzt schon mal die Kamera für geliehenes Buch. Und zwar ist das das Buch von Wolfgang und Heike Holbein, wo ich ja die Hälfte schon vor etlichen Zeiten gelesen habe, immer mal wieder, und nur noch 300 irgendwas Seiten lesen muss. Aber 300 Seiten irgendwie jetzt noch zu schaffen, das ist schwierig, vor allem, dass die Schrift nicht gerade groß ist. Also ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Ich hoffe, ich schaffe es endlich im März, weil das ist so immer das Letzte, was in der Liste ist, was ich dann lese. Aber der Februar war irgendwie lesetechnisch sehr turbulent, sehr, sehr turbulent. Deswegen ging es mit dem Buch nicht. So, das nächste Buch ist ein gemeinsames Lesenbuch, und zwar Das letzte Geheimnis. Das werde ich zusammen mit... Oh, ich rede schon viel zu schnell, oder? Das werde ich zusammen mit der lieben Annika lesen. Viele von euch kennen sie in den Kommentaren. Ich glaube, da heißt sie Anni, richtig? Ja, das werden wir gemeinsam am 1. März lesen. Wir müssen uns nur noch ausklamüsern, in welchem Abschnitt wir lesen, aber ich habe da schon Ideen, werde ihr dann wahrscheinlich sogar nachher schon schreiben oder so. Mal gucken. Das Ding hat ja auch nicht so viele Seiten. Okay, 441. Ich dachte, das wäre unter 300, weil es so dünn aussieht. Egal. Also etwas über 400 Seiten. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Soll ja sehr gut sein. Ich habe es ja doppelt sozusagen bekommen. Habe ihr mein Exemplar gegeben, weil wir das dann eben gemeinsam lesen. So sieht's aus. Für die Challenge-Aufgaben. Ja, genau, das sind die beiden letzten Sachen. Mit Büchern durch das Jahr habe... Oh, es ist leicht. geht es ja um einen Neuanfang und... Ich glaube, es war ein Neuanfang. Irgendwie sowas. Und
da gehört dann dieses Buch dazu, Zwei-Zimmer-Küche-Geist von Lorna Graham, genau. Die zieht ja irgendwie in ein schönes Apartment, in ein traumhaft schönes Apartment, also sie zieht auf jeden Fall um. Das ist ja im Prinzip ein Neuanfang und deswegen, das ist auch schon, ich weiß gar nicht, wann habe ich das bekommen? 2011, also ist auch schon eine ganze Zeit auf einem Sub. Ja, und deswegen kommt das jetzt noch dran. Ich bin gespannt, wie das ist. Und für die Büchertreff-Challenge musste man vom dritten Bücherregal, also vom dritten Büchertreff-Bücherregal, eins auswählen. Und da war das einzige eigentlich, was ich lesen konnte, weil das andere waren irgendwelche Reihenbände, die ich nicht lesen konnte, auf doppelter Spur von Agatha Christie. Das Ding ist auch wahnsinnig dünn. Das hat gerade mal etwas über 200 Seiten. Und die Schrift in diesen Büchern ist ja auch nie super klein oder so. Das heißt, das werde ich auch versuchen, an einem Sonntag zu lesen. Jetzt ist mein Akku leer. Schön. Ich komme also gleich wieder. So, weiter geht's. Ich will mich nämlich nicht abhetzen, obwohl ich ja fast fertig bin. Das waren die Bücher, die ich mir bis jetzt rausgesucht habe. Dann kommt noch die Challenge-Aufgabe für den nächsten Monat. Einmal durchwühlen und eine ziehen. Also es kann ja nicht mehr bei sein, ne? Oder? Ich glaube nicht, dass es nochmal drin sein kann. Jetzt kommen wir mal hier. Ein Viertel brauche ich. Ein einziges. So. Huch, entschuldigt. Lies einen Krimi. Ich habe ein Buch vergessen, sehe ich gerade. Das Zufallsbuch. Und ich sagte es noch gerade. Jetzt muss ich dann mal gucken, wo ich das habe. Das muss hier irgendwo stehen. Ach du meine Güte. Und ich sage noch, ich freue mich, dass ich das Buch... So, alles klar. Ups. So. Was auch dazu passen würde, übrigens, vielleicht nehme ich das dann sogar, das ist nämlich ein Krimi tatsächlich. Und dann habe ich nämlich nicht noch mehr Bücher, dann kann ich gleich tatsächlich das Buch nehmen. Und zwar Wie Motten das Licht von Margaret Murphy. Das steht auch schon, ich weiß gar nicht, steht das drin? Keine Ahnung, wie lange auf meinem Sub. Also das war noch bevor ich eingetragen habe, wann ich die Bücher bekommen habe. Ja, es war halt nie so, dass ich sage, oh, ich muss das Buch unbedingt lesen. Aber es war auch nie... Ich sagte, oh nee, darauf habe ich überhaupt gar keine Lust, es muss irgendwie weg oder sowas. Also stand einfach da und wollte irgendwann mal gelesen werden. Jetzt kommt es dran und ich bin gespannt, ob und wie mir es gefällt. Ist auch kein Band einer Reihe, was ja auch mal ganz interessant ist, weil die meisten Sachen sind ja wirklich Reihen. Das ist ja furchtbar. Also fange ich keine neue Reihe an, sondern es ist einfach nur ein Einzelband, ein Krimi, mal gucken. Es wird ja dann mehr geschrieben und das sind dann immer zwei Bände oder so. Aber das steht alleine und dann... Mal gucken, wie mir die Autorin gefällt. Das ist auch das einzige Buch, was ich von ihr habe. So, jetzt aber. Gut, dann haben wir nämlich das. Dann kann ich diesen Zettel da gleich reinmachen. Das ist natürlich sehr praktisch. Also sowas finde ich ja gut. Das war ja beim letzten Mal auch, dass ich halt lies einen Titel mit S und ich überlege und überlege. Ne? Und dann war Silber ja einleuchtend, dass ich das dafür lesen kann. Genau, und diesmal ist auch das Zufallsbuch, ist das Challengebuch. Das ist irgendwie, finde ich, gut. War das nicht die ganze Zeit schon so? Oder was, wir müssen für eine andere Challenge. Ich weiß gar nicht mehr. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt noch ein Neuzugang für den nächsten Monat. Also eine Reihe fortsetzen, das andere neue Buch. Habe ich mir schon aufgeschrieben und ich habe auch eine kleine Erinnerung gemacht, dass ich mir auf jeden Fall jeden Monat zwei Bücher kaufe. Egal, ob noch welche reinkommen oder nicht. Es werden jeden Monat zwei neue Bücher gekauft, mehr aber auch nicht. Wenn zusätzlich welche reinkommen, dann ist das halt so. Da kann ich aber nichts für dann. Oder das heißt teilweise schon, aber das ist eine andere Geschichte. Das werdet ihr alles im Lesemonat sehen, weil der Februar war da auch sehr turbulent. Und wie gesagt, Kurzgeschichte, also mit E-Book und Hörbuch zählen ja nicht zu den Neuzugängen schon, aber nicht zu denen, die ich dann mehr zulegen werde oder sowas, weil die extra sind. Ja, aber jeden Monat auf jeden Fall zwei Bücher. Ich weiß, dass zum Beispiel im März, Ende des Monats, also zu Ostern habe ich ja auch das Osterwichteln, da ist auch noch ein Buch drin, aber das ist dann halt zusätzlich. Und ich versuche auch die Bücher noch in dem Monat zu lesen, oder wie gesagt, spätestens im nächsten Monat zu lesen, müssen wir mal gucken. Ich freue mich auf den anderen Neuzugang, den ich mir schon aufgeschrieben habe und jetzt bin ich gespannt, was mich hier erwartet. Ich gucke immer nicht hin, weil ich gar nicht wissen will, welche Farbe die Zettel haben, weil die immer alle unterschiedliche Farben haben. Ich möchte dich... Sehr cool. Mystery Park. Ah, so ewig will ich dieses Buch haben. So ewig. Ich glaube, mir fehlt ein Buch oder waren es zwei?
ich weiß es nicht, ein oder zwei Bücher fehlen mir da. Und ich habe diese Reihe vor etlichen Jahren gelesen. Und ich fand sie großartig. Und jetzt, also im März, kann ich mir endlich den letzten oder vorletzten Band, den mir fehlt, kaufen. Oder ertauschen. Oder weiß der Kuckuck, wo ich es herbekomme. Mystery Park! Aber ich freue mich gerade wirklich. Also es gibt so viele Reihen hier drin, die ich unbedingt fortsetzen möchte. Aber Mystery Park, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also das war überhaupt nicht auf dem Schirm gerade. Es gibt ja so ein paar Reihen, wo ich denke, so bitte, 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 bitte. Die kann natürlich nicht dran. Aber Mystery Park ist auch nicht schlecht, das finde ich gut. Ja, mal gucken. Also Mystery Park. Was wird dann auch wieder so ein Buch sein, was ich wahrscheinlich an einem Wochenende lesen kann. Das heißt, es wird dann auch noch gleich wieder weg. Da und gleich wieder weg. So müsste das sein. Also, sollte klappen. Schauen wir mal. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr euch für den März vorgenommen habt zu lesen. Oder mit welchem Buch ihr in den März startet. Oder irgendwie sowas. Ne? Würde mich jetzt mal sehr interessieren, weil man ist ja immer auf der Suche nach neuen Büchern. Steffi hat mir letztens auch wieder eins empfohlen, das muss ich mir noch angucken. Das hat es noch nicht gelesen, aber es ist auch empfohlen bekommen und will es halt demnächst lesen. Und das klang sehr gut und das muss ich mir echt noch angucken. Okay, bis dann. Bye, bye.